Am 1. September entscheiden die Menschen in Sachsen, in welchem Land sie zukünftig leben wollen. Zur letzten Landtagswahl 2019 gaben sie uns Bündnis 90 Die Grünen den Auftrag, Verantwortung zu übernehmen. Das haben wir angenommen. Wir haben Sachsen moderner, offener, vielfältiger gemacht. Hier in meinem Wahlkreis im Leipziger Westen haben die WählerInnen mich als ihre Direktkandidatin in den Landtag geschickt. Und auch ich habe diese Gestaltungsmacht angenommen, nicht nur hier für den Wahlkreis, sondern für die freie, reichhaltige Kunst- und Kulturszene, für die Hochschullandschaft und Forschungsbedingungen und für den konsequenten Einsatz für Presse- und Medienfreiheit in unserem Land. Wir haben viel bewegt. Ohne uns gäbe es kein modernes Hochschulgesetz. Wir haben 800 Stellen mehr an die Hochschulen gegeben. Es gibt beste Studien- und Forschungsbedingungen. Die duale Hochschule kommt. Wir haben in der letzten Legislatur das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit gestärkt, damit Journalistinnen beraten werden können, ihnen Unterstützung gegeben wird für die vielen Angriffe, die sie erleben. Wir haben eine Kulturraumförderung in die Fläche gebracht. Von Görlitz bis Vogtland gibt es mehr Geld für freie Projekte, für Entfaltung von Kultur. Wir haben ein 30-Millionen-Kulturprogramm zur Corona-Bewältigung auf den Weg gebracht, wovon Clubs bis Kinos kleine Projekte profitieren können. Und wir haben uns dafür eingesetzt, dass die freie Szene deutlich mehr Möglichkeiten bekommt. In der Gedenkstättenlandschaft haben wir dafür gesorgt, dass es eine ganz neue Ausrichtung der Stiftung gibt, dass es pädagogische Projekte an den Gedenkstätten gibt und dass die so wichtige Erinnerungskultur in unserem Land deutlich mehr Wertstellung bekommt. Das ist so wichtig in unserer Demokratie, gerade jetzt, indem es so viele Angriffe gibt auf die Kunstfreiheit, auf die Wissenschaftsautonomie, auf die Medienfreiheit. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Themen weiterhin stark vertreten sind im Landtag. Denn es reicht nicht aus, dass Politikerinnen diese Angriffe kritisieren. Nein, wir müssen die Akteure stärken, resilient machen, widerstandsfähig. Und das ist mein Ziel, auch weiterhin. Ich möchte Innovation, neue Ideen, neue Entwicklungen ermöglichen. Wir brauchen den Kulturdialog, um endlich eine faire Vergütung hinzubekommen. Wir müssen dafür sorgen, dass der Einstieg in Klimaneutralität sowohl bei den Kultureinrichtungen als auch bei den Hochschulen Realität wird. Und wir wollen weiterhin eine starke, vielfältige Journalismuslandschaft haben. Lokaljournalismus ist sehr wichtig. Vom TV bis hin zu den freien Radios, Bürgermedien, Community-Medien. All das will ich weiterhin stärken, weil all das das ist, was unsere Gesellschaft zusammenhält und unterstützt. Und das brauchen wir im nächsten Landtag. Ich möchte nicht nur hier im Leipziger Westen das Direktmandat verteidigen, sondern ich möchte für diese Kultur, für die Medienfreiheit, für die Wissenschaft in den nächsten Landtag weiterarbeiten. Ich bin Claudia Meicher, ich bin 45 Jahre, ich habe 3 Kinder. Ich lebe hier im Leipziger Westen in diesem wunderbaren Wahlkreis und ich bin mit den Akteurinnen und Akteuren im ständigen Austausch, im Gespräch, auf meinen Nachbarschaftstouren, aber auch im ganzen Land. Das möchte ich weitermachen. Ich freue mich auf die Unterstützung dafür.